da hinten. Und haben wir so ein kleines Bastchen hingebaut, so ein ganz kleines Mikrobastchen mit ein bisschen Verteidigung und so. Also nichts Wildes bisher. Cool. Jede Menge Stuff. Aber einen wunderschönen guten Abend durch. Wieder. Ja, ich würde mal ganz gerne gucken. Wir können. Ah, ich glaube, ich kann was richtig Cooles jetzt. Pass auf. Davon auch. Was denn? Was denn? Wir haben so viel Stuff mittlerweile jetzt, dass alles zu spät ist gerade. Warte mal kurz. Das ist das hier schon mal. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Gummi. Das hier. So, Jürgen. Was ist wichtiger? Kopf oder Torso? Im Zweifel sollte alles heile bleiben. Also ich will mich da jetzt nicht festlegen. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Pass auf. In jedem Fall gewinnst du. Okay. Kopf oder Torso? Dann Kopf. Kopf. Dann Kopf. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Ramo, dankeschön für 100 Minis. Wow, okay. Punkt, hallo an Ed Zwergdube und dem Chat. Okay, einen schönen guten Abend. Take it. Und da habe ich mir jetzt die Polizeiweste gerade gesnackt. Ja, nice. Nice. Aber wer weiß, wir sind hier noch dran, ne? Also es ist noch offen. Polizeiweste. Das ist hier an der Rüstungswerkbank, kannst du die bauen. Drei ballistische Fasern habe ich. Da liegen aber drüben garantiert noch welche rum. Das Problem ist, du brauchst, um die herzustellen, eine kaputte. Kaputte. Ja. Und deswegen, die haben wir halt einen kaputten Polizeihelm, könnte ich wahrscheinlich sogar noch einen bauen. Ja, könnte ich noch einen bauen. Hast du schon einen? Nee. Aber jetzt. Ja, dann mach dir einen noch ein. Ja. So, jetzt sind wir langsam schon, aber ordentlich unterwegs. Jetzt sind wir ordentlich schön, unterwegs, schon, ja. Schon, schön, Arch. Ja, jetzt ich freue mich aufs Looten. Guck mal, ist schon wieder hell. Wir können schon wieder los, ne? Ja. Ich muss aber erstmal den ganzen Krempel loswerden, das ist furchtbar. Ja, ich auch. Zu viel. So, den kaputten. Ein Schlitzrock. Sehe ich nicht. Ich habe einen Schlitzrock gelootet. Ich weiß nicht, willst was die aber mit nicht. Dem Schlitzrock. Nee, ich weiß nicht, was die mit dem Schlitzrock machen, aber sehe ich jetzt nicht ist so. Ist das nicht so? Weiß ich nicht. Willst du nicht einfach sagen? Nee, ich. Also nicht mein Stil. Gut. Nee. Dann nicht denn. Mein Stil. Ey, wir haben mittlerweile so viel Munition auch schon wieder müssen das mal echt zusammenpacken hier alles. Also, ich wäre ready. Ich auch in ein Minute. Aber ich will den Krempel jetzt hier nicht querbeet reinschmeißen. Nee. So, ich glaube, ich bin ready. Ich trinke nochmal ein Schlückchen und dann kann's losgehen. Ah, ich habe noch ein bisschen was zu essen, habe ich noch mit. Hör zu! Vor mir schlägt er immer die Tür zu, aber hinter sich macht er sie nicht zu. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Ambo-MP5 schenkt einen Sub an BWWY. Und Bigger im 8. Monat! Sau lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auf einer sehr, sehr soliden Loot-Tour, ne? Ist auf jeden Fall unterstrich MP5 haut einen Sub raus. Rambo, ja, dankeschön. Hey, vielen lieben Dank für deinen ganz frischen T1. Hallöchen und danke nochmal. So. Jetzt mal eine andere Insel. Ja. Ich wollte gerade sagen, eine Grundsatzfrage. Haben wir ein besseres Boot? Wir haben den Jetski, könnten wir noch machen, aber der ist wahrscheinlich eher kein Inventar drin. Das Motorboot wäre halt super interessant irgendwie. Ja. Wobei, meine Überlegung ist halt an der ganzen Geschichte. Das Motorboot, das ist für zwei Leute gedacht. Mhm. Der Jetski ist aber Hochgeschwindigkeit. Ja. Ja, kannst du halt schnell mit durch die Gegend düsen, ne? Ja. Du hast gerade den falschen Kurs, glaube ich. Kann das sein? Ja, ich bin abgedriftet. Ja. Ich war gerade im Baumenü, danke dir.
Ja, ja, ja. Samira, ich danke also dir nochmal vielmals. Das ist saulieb von dir. Dankeschön. Einen wunderschönen Abend dir noch. Aber große Loot-Tour. Die Frage ist halt auch, was gewinnst du, wenn du 3 Minuten hin oder her fährst? Also Jetski macht, glaube ich, einfach Spaß. Ich glaube auch, dass Jetski eher Fun macht, einfach zum Rumfahren. Ja. Gerade auch zum Erkunden, glaube ich, ist das ganz cool. Ich denke auch, vielleicht wird es auch Sinn machen, dass man, je nachdem, also wir brauchen mit Sicherheit sowohl das normale Boot wie auch den Jetski. Alles, was mit Benzin betrieben ist, ist halt jetzt eher so das Ding. Weil mit dem, man merkt halt jetzt, das Segelboot ist halt lahm. Ja. Ich denke mal, mit einem benzinbetriebenen Boot kriegen wir ja zumindest schon mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf den Topf hier. Ja. So ein bisschen zumindest. Ich nehme mal prioritätsmäßig eher Eisen als Kupfer mit. Ja. So. Ja, gut. Looten würde ich sagen, ne? Ja. Einmal die Durchlootung bitte. Einmal quer reingelootet in das ganze Ding. Einmal und dann quer reingelootet. Dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Der will mich hier nicht reinlassen. So. Jetzt bin ich. Also hier muss ja irgendwo hier noch einer rumstiefeln. Ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwo einer, der an der Wand steht und keiner nichts mitgekriegt hat. Genau. So, alle seine Kumpel sind tot. Und er so, oh, was ist denn hier los? Ist so ruhig. So angenehm. So. Genau. Keiner ist da. Oh, Glas. Oh, Glas ist halt auch Gewinn. Kannst halt echt endlich mal hübsch den zweiten Stock bauen. Den ersten Stock bei uns ja überhaupt erstmal. Bin mal gespannt. Irgendwann kriege ich einen Headshot, weiß ich jetzt. Ja, so peng. Irgendwann kriege ich einen Headshot und bin irgendwie instant tot. Also was auf jeden Fall sich mega gelohnt hat, allein jetzt schon, waren die ganzen fortgeschrittenen Komponenten. Die waren schon wirklich wild. Die elektrischen Komponenten, die sind auch Mangelware ohne Ende bei uns. Also diese grünen Trafo-Dinger-Häuschen, die sind halt auch lukrativ ohne Ende. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Doc Mo schenkt 3 Subs. Doc, danke für 3 Verschenkte. Und zwar Bam Bam im 2. Dark Raven im 8. und Macaroni im 11. Monat. Bedanke mich vielmals bei Doc. Auch wenn wir das Haus hier leer gelootet haben. Also ich denke, wir werden auch noch eine Tour machen müssen. Ja, locker. Wenn wir das hier irgendwie alles leer gelootet haben, das ist Next Level. Ja. Bist du draußen gerade unterwegs? Ja, ich bin draußen. Ah ja, okay. Ich wollte erstmal hier die Umgebung einmal absuchen, ob hier unten noch irgendwo jemand ist. Da und dann bin ich rein. Den gleichen Gedanken hatte ich auch. Ja. So. Aber hier draußen ist echt nichts mehr, ne? Also jetzt stehen hier noch Autos und so. Die Autos mache ich gerade so ein bisschen so Stück um Stück. Ja. Ist hier noch irgendwas? Nee, ich glaube auch unter Wasser gibt es hier nichts weiter. Reicht, glaube ich, auch. Der ganze Stuff, der. Es ist halt angenehmer, an Land zu looten, weil du eben dieses Element Wasser nicht da mit drin hast, ne? Genau, der Sauerstoffmangel und so, ne? Das ist einfach. Ja, das ist angenehmer so. Ja, hier drin habe ich auch noch Kampfmusik. Vielleicht steht wirklich noch irgendwo einer. Ich nehme mal die Pistole in die Hand. Vielleicht steht hier wirklich noch irgendwo einer rum und weiß nicht weiter. Und, ja. Draußen noch irgendwas? Nee, ne? Nö, ja. Ich glaube, erster Stock ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Dann sind wir hier durch. Hier unten war ja auch keiner mehr, ne? Nee. Hier ist nichts mehr. Nee. Dann next Level. Next Level, okay. Boah, stehen viele Autos, ey.
Wie viel Platz habe ich noch? Ich glaube, ein Auto, da muss ich schon mal zumindest zum Boot. Du bist echt schnell, Looter, ne? Muss ich mal so feststellen. Du bist irgendwie immer deutlich schneller voll als ich. Das kann sein, ja. Das ist zielorientiertes Looten. Ich war ja schon voll, bevor wir überhaupt auf dem Dach waren beim ersten Mal. Ja. Einfach alles mitgenommen. So, mit den Händen in der Keksdose erwischt, ja. Genau. Jetzt bin ich aber wirklich aufs Letzte voll, ne? Das komplett. Ein bisschen habe ich noch. Wo stehen denn unsere Bötchens? Ist hier noch irgendwo was? Oh, hier ist halt einfach auch noch Eisen. Ah ne, Kupfer. Nehmen wir auch noch mit. Mich würde echt interessieren, wo der Dude steht, ne? Ach, du bist da auch draußen. Ich war da jetzt extra nochmal eine Tour außen rum gemacht. Du kriegst irgendwie immer einen halben Herzkasper, wenn dir da gerade jemand ins Bild läuft. Ja. Solange wir noch nach einem suchen, ja. Ja, genau. Ich gehe hoch. So, ich loote mal gerade ein bisschen Zeug ab. Ein paar Fullstacks müssen raus. Gut. Und wieder zurück. Puh. Spätestens jetzt bin ich gleich voll. Wenn du halt so Deko-Sachen findest, ist dein Inventar irgendwie so instant voll, ne? Ja. Ist alles leer. Dritter Stock, oder? Ich bin jetzt... Ja. Eine vor oben. Dritter. Oder zweiter. Ja, warte mal, dann machen wir mal eins nochmal, ne? Ja. Ja. Ich bin jetzt auch gleich voll. Ich muss auch gleich mich ausmüllen. Würmer schmeiße ich jetzt auf den Boden gerade. Das ist so... Das macht ja keinen Sinn. Nee. Weil da... Scheißratte würde ich tatsächlich brauchen. Braucht man nicht. Nee. Das ist ein dekoratives Schwert. Ja, meine Güte, kann man mal mitnehmen. Der Rest sind tatsächlich alles Ressourcen. Oh. Oh, war das wertvoll. Okay. Ein Jetstream Baurider. Das ist so eine Art großer Jetski. Ja, das ist ein Motorboot. Okay. Das ist ein richtig hölzernes Segelboot. Platz für 4 Personen. Warte mal, ein hölzernes Segelboot? Stopp mal einen Moment. Hä? Das braucht halt 10 fortgeschrittene Komponenten und 10 mal elektronische Teile. Und feine Holzplanken und Stahlbarren. Wo soll ich mir das denn jetzt hernehmen? Okay, ich muss mich kurz ausmüllen. Ja. Und was ist das dann? Ein Segelboot, Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das ein Segelboot ist, so wie das aussieht. Übersetzungsfehler? Ich denke, das ist sowas wie so ein großes Motorboot, denke ich. Also so schaut es zumindest auf dem Bild aus. Okay. Also es schaut jetzt für mich nicht nach so einem Segelboot aus oder sowas, sondern das schaut für mich aus wie so ein kleines Motorboot für 4 Leute, weißt du, so in diese Größe. Also richtiges, moderneres Motorboot. Wie das nächste Ernst? Ach Gott. Ein Speedboot. Ja, vielleicht ein Speedboot, aber ja, jein. Weiß ich nicht, ne? Zack, zack. Okay, also ich denke, jetzt ist Top-Ebene ist die letzte. Ja. So. Miami, komm auch gleich wieder mit hoch. Du stehst nicht oben. Wow! Nein.
Tue ich nicht. Du hast ihn gefunden. Ich hab ihn. Du hast ihn. Und er ballert auf mich. Was ein Arschloch. Wo ist er denn? Ganz oben hinter in der Ecke stand er. Schweinbär. Ah. Hat seine Mülltonne bewacht. Der Kasper. No. Gut, Inventar ist voll. Da wäre noch Gummi drin. Oh, warte, ich nehm's mit. Okay. Das Schöne ist tatsächlich, dass wir die Loots separat looten können und den doppelten Duff an, sag doch mal, hier diesen Fasergedöns und sowas kriegen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr charmant. Ich kann nicht mehr. Ich kann. Ich loote für dich. Milchen, du loote für mich. Ja. Do it. Schon wieder 9:30, ne? Ja. Die Zeit geht viel. Es rennt. Ja, es... Undankbar schnell. Total. Aber wir haben es echt komplett leer gekriegt, ne? Also, ja. Also draußen ist halt, draußen war noch ein bisschen Erz und so und Bäume natürlich. Aber Jürchen, das hier, sieht hier. Hier, ja. Wo ich stehe. Warte. Spring mal. Da, ups, okay. Da ist Zeug, was ich absolut nicht mehr mitnehmen kann. Ja, sehr cool. Aber dann können wir eigentlich wieder Richtung Boot runter, ne? Runter, ja. Dann haben wir es ziemlich gut geschafft. Dann haben wir es soweit, ne? Also Holz, aber das können wir später nochmal holen. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Das ist jetzt nicht so wild, ne? Aber rein schon vom Mehrwert, den wir hier haben. Definitiv richtig gut. Dann fahre ich schon mal los, während du jetzt noch hier bist. Also vorausgesetzt, ich komme an deinem Boot vorbei. Wenn ich einmal hier bin, nehme ich das Holz noch mit. Weil ne, das, was ich noch an Inventarplatz frei habe, das... Warum nicht? Ja, klar. Genau, ich düse schon mal Richtung Heimat. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht schlecht. Mal ein bisschen nach Hause gehen. Dann lassen wir Jürchen hier nochmal kurz den Rest hier holen. Ja. Puh, 80 km/h. Was? 80? Habe ich noch nicht geschafft. Also wie gesagt, die nächste Idee ist jetzt erstmal, nachdem wir jetzt wirklich auch relativ gut Benzin immer wieder herbekommen. Ja. Ein normales Boot und einen Jetski zu bauen. Ja, ja. Irgendwas Motorbetriebenes. Irgendwas schnell. Ich hoffe, es ist schneller. Ja. Wie viel Prozent haben wir den Posten gelootet? 97%. Ja. Also... Da waren wir sehr effektiv. Also auf 100% ist manchmal auch ein bisschen einfach arg Pain, ja, weil dann halt irgendwo noch unter irgendwas liegt noch irgendwie ein, keine Ahnung. Oder im Wasser hast du ein Auto oder sowas. Genau. Also ich kann gleich nochmal rum, ich schwimme gleich nochmal um die, das können wir nochmal machen, dass ich hier einmal rundherum paddle. So ein Freischwimmer. Ja, nee, aber also das ist dann... suboptimal dafür dann extra nochmal zu sagen, okay, weiß ich nicht. Bist du dann eine halbe Stunde und suchst dann die letzten 3%. Ja, und vor allem nur um es auf 100% zu bringen am Ende. Ja, ja. Aber hier ist... Nee. Bei diesen krassen Loot-Spots ist es, glaube ich, wirklich so, dass im Wasser nicht großartig was ist. Ja, ich meine, mal abgesehen davon, dass ja schon sehr viel da drin ist, ne? Ja. Stell dir mal vor, wie lange du alleine brauchst, um das Ding hier leer zu machen. Ja. Das ist ja schon ein Traum, dass wir zu zweit sind. Auf jeden Fall sogar. Ah, guck mal. Ich habe den letzten Prozent gefunden. Ah. Ein Kupfernot. Echt? Okay. Also, wir haben ein Motorboot. Ja, cool. Ich gebe mal Gas. Also es fährt durchgehend 80. Okay. Und verbraucht aber Benzin.
ist halt nochmal Tacken schneller, ne? Aber 85 vielleicht, ein bisschen, wenn du nochmal anschiebst, aber ja. Weil wenn Benzin alle ist, ganz ehrlich, hast du halt noch Segelboot. Fein. Ja, also es ist nicht schlecht. Es verbraucht ordentlich. Die nächste Frage, 10 Metall, ne? 10 Metall ist halt ein Haufen Holz für uns. Ja. Also, man kann mal sagen, was man will, ne? Aber das ist halt, das lässt uns jetzt auch nicht kalt, 10 Metall einfach rauszuballern. Nee, das ist momentan noch sehr, 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 sehr viel. Ja. Das tut dann auch schon weh, ne? Also wenn du dann plötzlich dann 10 Metall weghaust, das ist schon... Eisen meinst du, ne? Ja, Eisen, Eisenbarren. Das musst du schon wollen. Ja, musst du schon, aber richtig. Ne? Du musst Bock haben. Das geht's ja, da musst du schon richtig Bock haben. Ich glaube, das ist dann auch wirklich, wenn du erstmal alles gebaut hast und dann, ne? Ja. Oh, dein Boot steht immer noch hier bei mir. Oh, dann geht das wieder mit den Lags los. Ja, ich finde auch, also der Vorteil bei einem Motorboot, es sollte eigentlich sein, dass das ein bisschen schneller geht. Also. Ich bin jetzt auch bei 80 Stundenkilometer, aber halt nur, wenn der Wind gerade gut steht, ne? Ja, aber das ist halt dafür der Aufpreis für so ein Motorboot. Ist eigentlich, ist es nicht wert. Ich habe Kampfmusik. Ich komm schon. On my way. Don't know wo. Ich habe keinen Plan, wo die sind. Auch noch, ich bin am Handelsposten. Ein bisschen brauche ich noch. Ich sehe sie ja nicht gerade. Das finde ich tatsächlich auch, dass ich jetzt keine Anzeige bekomme, dass du geradet wirst, ist aber auch ein bisschen komisch. Kann jetzt natürlich sein, dass du der Server-Eigner bist und dass ich deswegen jetzt keine Kampfmusik kriege, beziehungsweise keine Info, dass die Base geradet wird. Ich hab den Schweinling, den letzten. Ey, bist du weg? Ey, du hast ja die Tür offen gelassen. Die hintere, ja. Ja, da ist Party. Hallo. Ist noch vorne bei dir jemand? Ja. Okay. Ich glaube, an der Seite habe ich ein paar erledigt. Okay, hier ist noch einer. Da komme ich aber, der hat so einen scheiß Winkel hier gerade. Okay. Irgendwo ist noch einer. Entschuldigen Sie bitte. Ah, da. Okay, die fressen aber echt viel, ne? Jetzt ist gut. Ich hab doch keinen Platz mehr zum Looten. Ich bin aber schon ein bisschen leer. Geht doch aber so nicht. Die haben halt extrem wenig Stuff auch. Wenn man überlegt, was die alles oder wie die uns angreifen und dass du dann gar nichts rauslooten kannst, finde ich halt immer schon ein bisschen wild. Also wegen so irgendwie so ein bisschen Scrap Metal, damit du so ein bisschen im Notfall, keine Ahnung, deine Rüstung nochmal oder deine Munition ein bisschen aufleveln kannst oder so. Das ist ja schon. Das bisschen Essen, was du da rauskriegst bei denen, ist halt auch irgendwie ein Witz los, ne? Also. Ist ein bisschen lame, ja. Eine Tasse Wasser und so, also. Ich meine, gut, jetzt nehme ich es halt auch gerade. Rauchloses Pulver. Okay. Ein rauchloses Pulver. Ist die Kiste von dem Boot größer? Nee. Die Kiste vom Boot ist genauso. Ich glaube, die haben alle Einheitskisten drinnen drauf. Ja. Ich meine, klar, die Idee ist da, ne?
Ja, sie haben ja noch ein bisschen Zeit zum Rumfeilen, wie sie jetzt was machen und so, ne? Ja. Aber eine Sache möchte ich noch auf jeden Fall machen, bevor wir heute in den Feierabend verschwinden. Wir müssen ja erstmal ausmüllen hier. Oh, Jürchen, wir haben doch bestimmt noch irgendwo Metall, oder? Ja. Eisen habe ich. Nee, Kupfererz habe ich hier ganz viel in die Dinger getan. Und sonst muss ich gerade nach und nach mein Bütchen leer räumen. Alles gut, alles gut. Ja, Eisenerz haben wir noch. Passt. Bin schon dran quasi. So. Wir brauchen noch zwei, also quasi die Ladung, die jetzt durchläuft gerade. Ein rauchloses Pulver, ist das irgendwas, was du brauchst, um das nächste, die nächste Muni herzustellen? Muss ja dann, ne? Vielleicht. So. Muss ja dann. Jürchen? Ja? Komm mal raus, bitte. Warte. Du hetzt mich immer so. Na, ich will dir doch auch was Schönes zeigen. Warte. Bist du schon mal? Alte Frau und so. Nee, da andere alte Frau und so. Du weißt doch, wie das ist. Wo bist du denn? Unten beim Wasser? Wo bist du denn? Ja, das war, ja. Ja? Jetski! Jetski! Nice. Jetzt brauchen wir nur noch Sprit. Das haben wir genug. So, orange. Ja. Jetzt hat jedes Boot eine andere Farbe, da kannst du es zuordnen. Ja. Wie viel geht da rein? Warte mal kurz. Ich schau mal schnell. Warte. Treibstoff 20 geht hier rein. Ah, perfekt. Habe ich gerade im Inventar. Das geht hier hinten an der äußerst rechten Ecke. Treibstoff, oh Gott. Ja, muss man einzeln hinzufügen. So, dann dürfst du, nachdem ich das Motorboot schon testfahren durfte, Jürchen, liegt die Gunst jetzt bei dir. Darf ich? Ja. Na dann. Okay. Wie schnell? 90, 100. 100? 110. 120. Wow. 120, 130. Ja, du, also bist schon arg schnell. Ja. Also das ist schon ein bisschen anders. Du ja. bist jetzt mal an der Villa gerade vorbeigedüst in der Geschwindigkeit. Genau. Ja. Das ist halt zum. Also gerade Strecke 130, ja. Ja, gut, aber 130 ist halt besser als das, was wir sonst fahren, ne? Also. Ja. Ist schon noch mal. Deutlich besser, ne? Ja. Das ist schon cool. Also, ich sehe uns. Braucht gar nicht so viel. Ja, es geht. Es geht. Also, kommt natürlich auf Langstrecke hin und her. Müssen wir mal testen, aber. Ich sehe auf jeden Fall da große, große Sachen auf uns zukommen. Ja. Richtig cool. Aber eine Sache habe ich jetzt festgestellt, während wir jetzt das gelootet haben. Ja. Wir brauchen noch zweimal fortgeschrittene Teile und Elektronik müssten wir haben. Aber das bräuchten wir auf jeden Fall bei Zeiten. Fortgeschrittene Teile können wir wahrscheinlich kaufen, wenn wir nochmal zum Händler gehen. Ja, den Rest hätten wir. Und dann könnten wir auf die Tech-Stufe 4 aufrüsten. Okay. Das wär der absolute Bestfall, den wir haben. Das klingt nach einem Plan. Nach einem sehr guten sogar. Ja. Ich schau jetzt mal, ob du hast noch Eisen dabei, weil der Eisen brauchen wir halt massenweise. Das muss man halt ständig nachlegen. Ja. Puh, aber. Wenn der Jetski 130 schafft, soll das Motorboard schon 100 schaffen. Ja, klar. Ja, aber ganz locker. Also, naja. Ich denke auch, dass selbst der Jetski mit 130 ist eine solide Geschwindigkeit, das ist fein. Ich hoffe, es wird sich irgendwann nochmal was anderes hinzufügen. Irgendwie ein kleiner Hubschrauber oder irgendwas in die Richtung. Irgendwas, wo du schnell bist. Also, wo du wirklich schnell bist und ein bisschen Inventar hast. Weil das Problem ist ja tatsächlich das Inventar. Und der Jetski hat ja gar keinen Laderaum. Ja. Das heißt, das Motorboot ist dem Jetski insofern überlegen, dass es zwar 30 km/h langsamer ist, was ungefähr das Segelboot macht, aber ein Inventar dabei hat. Ja. Heli, was? Gibt es ein Heli? Es gibt Helis? Es gibt Helis? Chat weiß schon wieder alles. Chat schon wieder einfach auf Next Level. Ja. Hoddy, wenn es keinen Heli gibt, ja, dann wirst du geteert und gefedert. Aber mindestens. Aber mindestens.
Dann schicke ich Kitty vorbei zum Fußsohle lecken, ja? Unangenehm. Das hat tatsächlich sogar, und ich spreche aus Erfahrung, das hat mein Hund für sich entdeckt. Der macht mich, das ist wirklich fies. Das ist wirklich fies. Frühmorgens im Bett, tatsächlich, ne? Der schläft immer zu meinen Füßen und so der aktuelle Spleen von ihm ist, mir dann erstmal schön an der Fußsohle zu lecken. Es ist nicht geil. Es ist nicht die, schönste Art, wach zu werden. Könnt ihr mir glauben. Vor allem, wenn man so unfassbar empfindlich ist. Ja, also ich kenne nur Bisse in den kleinen Zehen in der Früh. Ja. Das ist halt so ganz, anders. Du bist so gerade voll am Träumen und denkst du so, oh, das Leben ist schön. Ne? So knabbern oder nee, schon eher so beißen? Vollgas schon mit so? Und Kralle in die Fußsohle, ja. Oh. Ja, ja, also du wachst anders auf. Also es ist so, es hat so ein bisschen was wie kalter Eimer Wasser ins Gesicht oder so, ja. Das wäre angenehmer wahrscheinlich. Da weiß man die Tiere dann richtig zu schätzen in dem Moment, ne? Da weiß man richtig so, ja, das war immer dein Traum. Das wollte ich schon immer so. Das wollte ich einfach schon immer mal haben. Ach. So, also wie gesagt, wir brauchen noch insgesamt 2-mal dieses bescheuerte, fortgeschrittene Zeugs. Die elektronischen Teile haben wir schon. Ja, die sollten wir kaufen können. Das, haben wir genug Zeug dabei? Also, wenn wir nochmal... Ja, wahrscheinlich brauchen wir 2 Runden. Wir haben ein bisschen Trading. Geld. Ich weiß nicht, was diese fortgeschrittenen Dinger kosten, ne? Ja, die waren schon ordentlich teuer. Also, was hatte ich jetzt gekauft? 4 solche Teile und ein bisschen Glas. Glas ist aber nicht so teuer. Da hatte ich 30 Tacken für hingelegt. Wir haben 2. Also war schon ordentlich, was die Dame haben wollte. Mhm. Ja, aber Holz sieht aktuell auch wirklich gut aus. Ich fülle hier gerade nochmal alles auf. Also ich, wie gesagt, mein letzter Plan für heute ist es tatsächlich noch ein bisschen Eisenerz zu verwurschten. Das ist auch gleich durch. Ja. Ach, Zwergi meint die Zahnräder. Die fortgeschrittenen Teile, ja. Das sind diese Zahnrad-Dingers. Warte. Ach nee, ich hatte irgendwie diese elektronischen Teile im Hinterkopf. Ja, mal ausreichend. Okay. Die fortgeschrittenen sind wahrscheinlich noch teurer. Ich sehe gar keine. Ja, ja, die habe alle ich gerade eingepackt wegen dem. Ach so, du hast du die alle geklaut. Warte, ich schmeiß die mal am Boden, dann weißt du, was ich meine. Ja. Ach, die Dinger. Genau, und da brauchen wir 8 Stück. Ich pack die mal wieder hier mit in die Kiste. Mhm. Okay. So. Hier nochmal das rein. Okay, wir haben schon wieder 9 Waffenteile, das ist auch gut. Ja. Ich gebe die gerade absichtlich nicht aus. Ich hätte ja einen Revolver mal bauen können, weil der einfach mehr Wumms hat. Aber, ja. Ich glaube, Gewehre sind da sinnvoller. Genau. Und deswegen will ich die Waffenteile gerade nicht ausgeben. In der Hoffnung, dass es tatsächlich dann auch so diesen Next Level bringt. Der Recycler würde mich auch nochmal interessieren, ne? Wie der funktioniert. Kriegst du da Scrap Metal zurück oder sowas, wenn du irgendwelche Klamotten da reinpackst? Also ich habe das so verstanden, dass das Ding eigentlich nur zum Löschen von Teilen ist. Ziehen Sie ungenutzte Gegenstände hinein, um sie zu zerlegen und mir fehlt halt immer das. Ja, ja. Was kommt denn nach und? Was heißt das? Die Erklärung ist. Ah, okay. Du bekommst Teile zurück, sagt der Chat. Okay. Ah, okay. Und kommt da Scrap Metal oder was kommt da raus? Also auch Iron oder was anderes? Ja, ne? Ja, okay. Ja, gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, Julchen. Es ist 0 Uhr ja. 48, 50, 51, 52. Es ist spät. Es ist spät. So. Ich würde sagen, für heute ist doch eigentlich ganz vernünftig gelaufen, oder? Ja, total. Total. Ich bin ganz begeistert. Ja, dann würde ich mich hier einmal komplett entkleiden. Warte. Wobei, ich weiß halt echt nicht, ob du musst, ne? Lass doch mal eine Sache im Inventar.
die du nicht vermisst. Davon haben wir sowieso wieder schon überhaupt keinen Platz mehr. Echt nicht? Für nix. Doch in der oberen Kiste doch, oder? Die alte Holzkiste von dir? Ich kann dir noch eine bauen schnell, warte, ich baue dir noch eine. Ja, alles gut. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Hier ein bisschen Muni. Nee, es reicht. Reicht, alles gut. So, hier kriegst du noch eine. So. Also eine Holzkiste scheint es wohl jetzt nicht zu mangeln. Also das, nee, das kriegen wir hin. Kriegen wir. Ich lass mal die Munition hier, die 60 Schuss, einfach mal in meiner, in meiner Leiste. Ach, schön! Was denn? Ich hatte das jetzt für beendet. Also ich dachte, wir machen jetzt Schluss, weil das klang jetzt so. Ja, ja. Ja. Es war richtig.